Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kanada Tracker Philipp. Ich bin schon unterwegs. Ich bin hier kurz vor der Brücke, wie so oft. Was ist aber Tim Hortons anhalten? Brauchte Muffin. So, ich habe den Trailer geholt, eben von der Pommesbude. Und fahre jetzt in die Provinz New York. Also nicht nach New York City, sondern in die Provinz New York. Da habe ich Dienstagmorgen um 7 Uhr einen Anlieferungstermin. Es ist jetzt 4 Uhr nachmittags, es sind 5 Grad, es ist windig, es ist kalt. Es ist matschig. Ist immer so, ne? Wenn der Winter, wenn der Schnee vorbeigeht, dann ist immer hier überall alles matschig. So, was gibt's zu sagen? Ich hatte ein wundervolles Wochenende. Und ich sollte erst nach Connecticut fahren, das wurde aber gecancelt. Oder nein, ich wurde gestern gefragt, ob ich nicht nach New York fahren kann. Da habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Und ja, ich werde jetzt nach Woodstock fahren, wie immer. Die gleiche Runde, wie jede Woche. Wetter tanken. Und ja, dann gucken wir mal, wie es läuft diese Woche, ne? Also Dienstagmorgen 7 Uhr ist der Anlieferungstermin und dann wäre ich ja Dienstagabend schon wieder in Toronto. Oh, kurze Woche wieder. Ja, ne? Hier geht's ab. So, dann war ich Freitag im Büro. Die waren natürlich sehr dankbar, dass ich dann da diese, dass ich da nachts durchgefahren bin und dann morgens halt die Ware angeliefert habe, die halt, ne, was halt Terminfracht war. Aber ich habe denen gesagt, das nächste Mal bleibe ich stehen. Ich sage, das war nicht schön. War auch nicht schön. Ich mache das auch nicht. Normalerweise wäre ich stehen geblieben. Und das nächste Mal bleibe ich auch stehen, weil keine Ladung ist es wert, da irgendwas zu riskieren. So, weil dann wird es nämlich noch teurer, dann wird der Karren ist Schrott und, was heißt der Karren ist Schrott? Ja, es kann was passieren, ne? Und das geht ja auch auf meine Gesundheit, ne? Ich mache das nicht mehr. So, ja, wie gesagt, hier, die ganze Schnee ist am Wegtauen. Gestern hat es ja, wie gesagt, habe ich ja im letzten Video gezeigt, hat es ja noch geschneit gehabt. Das ist jetzt weg, es sollen heute plus 8 Grad werden. Also jetzt gerade sind es 5, aber das sind keine 5, das sind keine warmen 5, das sind sehr kalte 5 Grad. Also, ich muss da auch gleich in den Truck rein. Ich sollte vielleicht weniger reden. Hahaha. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Talk steht für Teilen, Abonnieren, Liken, Kommentieren. Facebook, Kanada Tracker Philipp. Dann drückt mal die Glocke. Es kostet nichts und es riecht nach Diesel. Und ich kriege alles mit von meinen tollen Abenteuern als Trucker in Kanada. Und ja, wie gesagt, wir schauen mal. Gibt es noch was zu sagen? Nö, alles gut. So, jetzt mache ich wieder und
So, guten Morgen. Ja, montags, ne? Westgardener. Alter, geht's gar nicht her. Hier jetzt überall geschneit, oder? Ja. Da vorne ist der Weg zu. Lass uns einen neuen Weg erkunden. Ja, ich bin ja gestern Abend hingekommen, so gegen 12. Es ist gleich, ja, 10 Uhr. Also gegen Mitternacht bin ich hingekommen und jetzt ist meine Pause voll. Und jetzt habe ich noch 735 Kilometer vor mir, genau wie vor 2 Wochen. Ne? Vor 2 Wochen stand ich ja auch, als ich nach New York gefahren bin, in den Staat New York. So. Ja, lief gut gestern, locker weg. Jetzt dann ein bisschen mehr geschneit, obwohl gestern hat es nicht geschneit, gestern war es überall trocken, konnte gut gehen lassen. Ich hätte jetzt auch weiterfahren können, aber ich musste Zigaretten kaufen. Ist ja in Ordnung. So, und wenn ich gut drauf bin, schaffe ich es heute in einem Zug durch. Und dann bleibe ich in Binghamton stehen. In Binghamton am Lawes Truckstop. Morgen früh um 7 ist der Anlieferungstermin. Ja. Alter, muss ich ganz außen rumlaufen. Ein Trucker läuft nicht länger, als sein Truck ist. Oder wie war das? Der läuft nicht weiter, als sein Truck lang ist, glaube ich. Ach, weiß ich nicht, ist ja egal. So, ihr versteht mich. Manche von euch sind schon so lange dabei, die verstehen mich und gut ist. Ja, der andere Rest wohl auch. Was ist eigentlich heute los mit mir? Was glaube ich vermisst? Hier, Schneeballschlacht. Yeah! Ich habe ja gestern auch, wollte so ein, da wo ich gleich stehe, das wird er gleich sehen, wollte ich reinfahren und denke so, boah, da ist aber viel Schnee. Jetzt stand ich heute Nacht. Ich habe so gut geschlafen, weil ich auf einem Schneebett gestanden war. Wann wird das wieder besser? Guck mal hier, da will einer Boot fahren. Ah, okay. Hier, das ist doch mal, ne? Hier. Das ist immer ein Trailer hier für so einen Dodge Ram. Ein bisschen lang, ne? Aber gut. So. Ja, heute Morgen bin ich geweckt worden von einem Snowplower. Was ist das? Hier so ein Schneeräumfahrzeug. Schneeschieber. Ja. So, hier stehe ich. Auf einem Schneebett. Ja, guck mal. Der Truck ist auch wieder sauber. Guck mal. Einfach abwarten, bis es schneit oder bis es regnet. Hatte ja am Samstag in Charlottetown geschneit. Da war wohl der ganze Vertrag, denke ich mal, auch etwas vom Schnee zugeschneit worden. Ja, genau. So. Schneider, Swift, Midland, Walmart, alle hier. Alle, um die Welt zu retten. So. Ja. Hier, ne? Ich mache jetzt hier Snoopy fertig und dann machen wir mal bloß die 735 Kilometer da voll, ne? Dann stellen wir uns dann heute Abend dahin. So. Ja. Kurzes Update, ne? Bis später. We'll be right back.
So, guten Morgen. 17:45 in Binghamton. Ich wollte gestern noch was filmen, aber gestern bin ich hier am Hof gekommen, um 6 Uhr. 6 Uhr? Ja, 6 Uhr war ich hier. Gestern Abend. Und dann habe ich ja nicht viel gearbeitet gestern. Ich bin 735 Kilometer gestern gefahren und bin das in 7 Stunden 30 oder so gefahren oder so. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich mich hingelegt, bin eingeschlafen. Bis heute Morgen. Ich habe so 7 Uhr oder so habe ich geschlafen. Bis heute Morgen, 5 Uhr klingelte der Wecker. Eigentlich wollte ich hier noch Wäsche waschen. Also ich muss jetzt keine Wäsche waschen, sondern ich habe da jetzt noch so ein bisschen Wäsche halt, ne? Also es ist jetzt nicht dringend, aber was hast du, ne? So. Ja, und jetzt 17:45, jetzt mache ich gleich die Kiste fertig und dann fahre ich zum Kunden rüber. Und ich habe keine Rückladung bis jetzt. Das ist noch nie passiert. Das ist noch nie passiert, dass ich... Also wenn ich einen Tag vorher, bevor ich anliefer, kriege ich immer meine Rückladung. Das ist noch nie passiert, dass ich keine hatte. Oder vielleicht 2-3 Mal. Ja, wenn überhaupt. Mal gucken, was das heute gibt. Also, ich habe gestern schon gesehen, es sind wenig Trucks unterwegs. Aber es ist ja Ostern, ne? Was macht ihr eigentlich Ostern? Ostern ist bald. Macht ihr Ostern? Ich werde Ostersonntag wieder rausfahren. Das mache ich. So, gut, alles klar. Ich war gerade drin, Zähne putzen. Die Duschen sind seit 2 Wochen kaputt. Hätte ich gerne gestern geduscht, auch nicht möglich. Alles egal. Gibt es halt morgen eine Dusche in Mississauga, ne? Oder woanders morgen? In Kanada. So, ich mache jetzt hier, ne? Und dann geht's ab. Bis später.
17:45. Und ich stehe schon wieder am Traxler. Ja. Ich habe ja eben erzählt, dass ich mich wundere, dass wir keine Rückladung bekommen haben gestern. Oder dass ich keine Rückladung bekommen habe. So, dann stand dann ein anderer Fahrer beim Kunden und dann habe ich mich mit dem unterhalten. Und dann sagt er so, ja, einer unserer wichtigsten Kunden, für die wir jede Woche fahren, hat alle Ladungen diese Woche gecancelt. Das heißt also, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, ihn gesehen. Da. Und Nummer 4. Wir stehen hier leider mit 4 Trucks auf dem Truckstop. Da. Vom Gelben, ne? Ja. Gut. So. Na, eben meinen Disponenten angerufen. Ich sage, Junge, was geht ab heute? Was geht? Wir sind heute ein bisschen, haben heute ein bisschen wenig Ladung. Ja. Ist ja, ja gut. Ist ja zum nächsten Truckstop. Kann ja auch nichts für, ne? Ja, ja. Aber halt dich mal bereit. Wieso? Halt dich mal bereit. Gut, alles klar. Machen wir's. So, das heißt, ich halte mich jetzt bereit, ne? So. Heißt Gardinen zu, ins Bett legen. Video schneiden. Ne? So. Ja, das ist Stand der Dinge. Aber es ist Dienstagmorgen, ne? Ja. Und ich habe einen leeren Trailer ohne Kühlmaschine an. Aber hier brüllt genug rum. Da hinten brüllt auch noch was rum. Aber es hört sich nach Lagerschaden an. Oder nach. Nee, ist was anderes. APU heißt das. Das ist. Gehe ich da jetzt hin? Ne, ich bin schüchtern. So ein Zusatz. Das ist wie so ein Generator, der. Anstatt dass der Motor angeht, um den Truck zu kühlen oder zu heizen im Innenraum, gibt es da eine APU. Und die sitzt dann am Truck dran. Das ist ein Generator. Kostet viel Geld. Nee, gehen wir jetzt nicht hin. So, alles klar, ich werde mich jetzt hinlegen. Oder, weiß ich nicht, an mir selber spielen oder so, weiß ich nicht. Bis später.
So, guten Morgen. Ich halte mal die Kamera ein bisschen schief, weil wir laufen ja gleich schon ins Dunkle rein und dann regnet das auch noch hier. Schlechte Bildqualität. Es ist erst Mittwoch. Mittwoch, wo bin ich? Genau, das letzte Mal habe ich gefilmt, da habe ich ja keine Ladung gehabt. Es ist so viel passiert seitdem. Wo bin ich denn? Ich bin noch in Ontario. Ich bin auf dem Weg nach Montreal. Nee, ich bin noch in Ontario. Ich habe noch so 170, 180 Kilometer vor mir. Bis zum Kunden. Also, was ist gestern passiert? Ich habe ja eben gesagt, oder gestern gesagt, oder wie auch immer, wir stehen hier mit 4 Trucks am Truckstop. So. Dann habe ich gedacht, komm, legst dich ins Bett. Ich war müde. Ich kann diese Woche, schlafe ich irgendwie. Sobald ich mich hinlege, schlafe ich. Ich weiß nicht. Ist das jetzt Winterschlaf? Ist auch egal. Auf jeden Fall. Habe ich dann geschlafen und hat ein Kumpel angerufen und er hat mich geweckt und dann bin ich dran ans Telefon. Na klar, hey, morgens um 9:30 arbeiten ja auch normale Leute. Ja, außer ich manchmal. Ich schlafe da manchmal, aber egal. Dann habe ich auf mein elektronisches Logbuch geguckt, da war eine Nachricht. Und da stand dann Morning Guys, also gut, hallo Jungs, fahrt mal alle leer nach Kanada. War ich jetzt geparkt? Das Leben ist manchmal schrecklich. Ich habe einen weiter hinten. Ah ja, genau, die Lampe hing da. Ne, die Lampe da. Die hing auf der linken Seite, als ich daher gelaufen bin. Also muss sie jetzt auf der rechten Seite hängen und dann sehe ich meinen Truck. Ne, rechte Seite, weil ich jetzt zurückkomme. Ja. Und da ist mein Truck. Wo bin ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Und dann sind wir alle 4, also jetzt nicht im Konvoi, sondern sind wir alle zurückgefahren. Ich weiß nicht, ob es vielleicht 5 waren oder 6. Wir haben da bestimmt nicht alle da auf dem Truckstop gestanden. Na egal. Auf jeden Fall habe ich dann hier die Grenze überquert. Und dann kriegte ich, nachdem ich die Grenze überquert hatte, ich bin dann angehalten, ich halte immer so, wenn ich in Kanada bin, an, so Pipi machen und so, ne, so. Und noch einen Apfel nehmen, so, ne? Normalerweise Kühlmaschine anmachen, aber die war ja aus. Ach ja, genau, es waren über 500 Kilometer leer, die ich gefahren bin. So. Und dann, wie gesagt, ich Apfel, ne, hier pinkeln und so. Und dann klingelt auf einmal mein Handy so, also, sie haben eine neue E-Mail. Hey, cool. Und dann, ja, geguckt, dann stand da ein neuer Trip drin. Und da musste ich gestern Laden fahren. Ja, dann habe ich geladen und das ist für Montreal. Und ja, dann lief Schichtzeit aus gestern, deshalb habe ich mich hier hingestellt, sonst wäre ich normalerweise bis nach Montreal gefahren. Schichtzeit lief aus, weil ich habe 2 Stunden beim Kunden verbracht. Und dann Stau in Toronto und so, ne? Ja, gut. Das, ja. Und dann rief mich, während des Ladens, rief mich dann ein anderer Disponent an und sagte so, ey Philipp, willst du die Pilztour fahren? Du bist der erste von den 4, die in Montreal sind. Ja, natürlich, klar. So, jetzt wird's ein bisschen dünn für Zeit. Und zwar, er hat mir nichts weiter verraten, aber normalerweise ist das so, die Pilztour, das ist für einen wichtigen Kunden in Moncton. So. Also Pilzeladen, ne? So. Und das fahre ich eigentlich ganz gerne, weil die Leute cool sind da, wo ich lade. Der eine ist zum Beispiel auch Einwanderer, der ist aus Rumänien und mit dem unterhalte ich mich lange und das ist sympathisch so, ne? Also ich mag den. Auf jeden Fall musste ich jetzt natürlich mit der Zeit ein bisschen rechnen, weil ich von hier aus noch 170 Kilometer bis zum Kunden fahre. Also, ich hätte das gestern so gemacht, um Zeit zu sparen. Ich muss ja normalerweise 10 Stunden Pause pro Nacht machen. Das kann ich entweder verkürzen auf 8 Stunden, dann muss ich aber nächsten Tag 10 Stunden Pause machen, oder ich kann meine 10 Stunden auch splitten. Das heißt, ich war gestern nach einer Stunde und 48 Minuten, nach einer Stunde 48 Minuten war ich geladen, gestern, ne? Und dann habe ich noch 12 Minuten gewartet, bis die 2 Stunden voll waren. Das heißt also, ich kann 2 Stunden, habe ich gestern Nachmittag gemacht. So, und heute Nacht habe ich 8 Stunden Pause gemacht. Heißt also,
ich habe meine Zehner gesplittet. Das heißt, heute könnte ich wieder eine Achter machen, weil ich ja gestern laut Gesetz eine Zehnerpause gemacht habe. Aber ich habe die halt gesplittet. Das darf ich halt in Kanada. So. So, Plan ist jetzt folgender. Ich komme dann gleich einfach wieder so zurück, da wo ich jetzt gerade war. So. Plan ist jetzt, ich fahre jetzt nach Montreal, stell den Trailer dahin. Auf dem Weg dorthin rufe ich meinen Disponenten an. Ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt läuft mit der Pilztour, aber ich habe es erstmal so hingelegt. Und zwar, dann stelle ich den Trailer dahin, dann habe ich ja 170 Kilometer habe ich jetzt noch vor mir, dann habe ich ja noch dann ungefähr 11 Stunden, 15 Minuten Restfahrzeit. Dann, wenn das jetzt so läuft, dann werde ich den Trailer aufnehmen und werde dann durch den Tunnel in Montreal, diesen schrecklichen Tunnel, durchfahren, zum Kunden, der ist mich dahinter, laden und wieder durch den Tunnel durchfahren und wieder Zeit verbrennen und dann mich auf den Weg machen. Vom Kunden bis nach Moncton sind es 989 Kilometer. Und ich habe eben gesagt, ich hatte eine Restfahrzeit von 11 Stunden 15 Minuten über. Schaffe ich ja. Ich brauche ungefähr 9 Stunden 50, 10 Stunden brauche ich ja Restfahrzeit. So, dann werde ich einfach gleich meinen Dispatcher anrufen, Disponent, und werde ihm das sagen, dass ich, sobald ich aus dem Tunnel raus bin, geladen, wieder rausgefahren bin Richtung Heimat, ich weiß, ob ich da heute Abend ankomme oder nicht. Wenn nicht, das ist Plan A. Wenn nicht, machen wir Plan B. Komme ich etwas später an, halte unterwegs an, macht 8 Stunden Pause und komme da immer noch an. Weil das ist der Kunde, der um 2 Uhr schon im Büro ist, wo ich morgens um 2, 3 Stunden im Büro stehe. Oder aber 10 Stunden später. 8 Stunden später. Wenn ich jetzt die Pause machen muss, dann steht. Also, ich denke, wenn ich keine Pause machen muss, bin ich zwischen 9 und 10 heute Abend da, kann dann Pause machen und anliefern. Wenn ich aber Pause machen muss, dann bin ich dann morgen früh, ganz früh da. So, 8 Stunden später halt, ne? Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel, was ich hier gezählt habe. Also das ist, wie gesagt, mein Plan. Und wenn der Plan so aufgeht und das alles so funktioniert, dann bin ich morgen Mittag zu Hause. Dann ist mein Wochenende, mein Osterwochenende fängt dann Donnerstagmittag an. Ich finde das extrem geil. So. Und jetzt möchte ich gerne dieses Video beenden. Ich werde dieses Video nicht Donnerstag hochladen, aber was erzähle ich euch das? Ihr wisst es ja schon, wenn ihr es seht, weil es diese Woche alles ein bisschen, chaotisch. Und dementsprechend, das Material ist ja da am Mittwochmorgen, aber Philipp hat noch keine Zeit gehabt, das Video zu schneiden. Außerdem ist ja auch das Osterwochenende und da kann man am Karfreitag, Karfreitag heißt hier übrigens Good Friday, kann man am Karfreitag super Kanada Trucker Philipp gucken, ne? Und Ostersonntag kann man auch super Kanada Trucker Philipp gucken. So, Talk steht für Teilen, Abonnieren, Liken, Kommentieren. Teilen, Abonnieren, Liken, Kommentieren, ja, habe ich gesagt. Das ist von Bastian, hat es gesagt, hat das vorgeschlagen, das wisst ihr mittlerweile. Aber ich finde das total super, dass der es vorgeschlagen hat. So, dann gibt es eine Facebook-Gruppe, die heißt Kanada Trucker Philipp. Da sind 661 Leute gerade drin. Wir sind ein cooler Haufen. Ein respektvoller Umgang. Kein... Ist egal. dann gibt es noch... ach ja, hier. Glocke drücken, ne? Bitte einmal die Glocke jetzt drücken. Jetzt. Jetzt? Jetzt. Ist umsonst, kostet nichts und es riecht nach Diesel und ihr kriegt alles mit, was ich so mache für verrückte Sachen. Und ich würde sagen, ich komme wieder, keine Frage, bis bald.